Luca Torelli's Rhapsody is making music history with the first studio album remixed in Dolby Atmos. Two amazing products in one unique package. Prometheus, the Dolby Atmos experience, plus Cinematic and Live. Out on December 9th. Get ready. It was an amazing moment. Dolby Atmos represents really the future of immersive audio. I know about it because, of course, I'm an expert of the Dolby Surround, as I had many home theater systems at my home, being a big fan of cinema, so big screen, big TVs. Ich habe Ausschnitte des Prometheus-Albums im Nachbarstudio gehört und mir war sofort klar, dass das Material ist, das ich benutzen wollte, um Dolby Atmos der Welt zu präsentieren. Diese Art von Musik durch seine Orchestralität, seine Größe und seine Energie ist absolut prädestiniert dafür, um dieses Format zu unterstützen. Und das Format unterstützt auch ganz wunderbar diese Art von Musik. Cinematic Metal, die Musik von Rhapsody, ist natürlich prädestiniert für Dolby Atmos, für die Darstellung im dreidimensionalen Raum, da wir auf der einen Seite eine Band haben, auf der anderen Seite Orchester, Chöre. Und so bekommt jede dieser Parteien im Arrangement ihren Platz im Raum. So it was really magic at the moment when we realized that King Solomon could have been a song mixed in Dolby Atmos. It was. And in the end, the people related with Dolby Atmos and also Yamaha, other partners, they really seem to be enthusiastic about the mixed result. Dolby Atmos, was ist das eigentlich? Ich glaube, die Tonformate 5.1, 7.1, die kennt jeder zu Hause. Und viele Kinos fangen jetzt an umzurüsten und bauen Lautsprecher in den Decken ein. Und Dolby Atmos ist ein neues Tonformat, das diese Deckenkanäle explizit einsetzt, um den Zuhörer in einen akustischen Ball einzuhüllen und Klang in eine dritte Dimension zu bringen. Und dieses Tonformat ist jetzt zu Hause angekommen und wir von Yamaha-Seite haben dieses Projekt Rhapsody mit der Pure Audio Blu-ray Disc mit Dolby Atmos betreut und begleitet. Und das ist eine sehr spannende Geschichte und ich glaube für den Zuhörer extrem aufregend und lebendig. Für Luca Torelli haben wir uns entschieden, durch Umwege und Zufall habe ich über einen gemeinsamen Freund Chris Heil kennengelernt, der mir dieses Projekt Prometheus mit Rhapsody vorgespielt hat und ich war sofort begeistert. Dieses Musikgenre ist einfach phänomenal und es ist prädestiniert für Dolby Atmos, weil der Künstler hat so tolle Ideen, Musik in Größe darzustellen und Geschichten zu schreiben mit seinen Noten und Klänge zu verwenden, um die Zuhörer in den Bann zu ziehen. Und da bietet sich Dolby Atmos an wie kein anderes Tonformat. Und weil wir das Know-how haben, dieses Tonformat mit unseren Verstärkern, Receivern und Soundbars auch im Wohnzimmer für den Zuhörer erlebbar zu machen, war ich sofort Feuer und Flamme und bin sofort drauf eingestiegen. Dieses Projekt musste ich einfach begleiten. Es ist wirklich einmalig. And so everything started for us from that moment. Pure magic. Prometheus, the Dolby Atmos experience, plus Cinematic and Live. Out on December 9th. Get ready.